am the Swarm. Jo Leute, herzlich willkommen hier zurück auf meinen Kanal. Und ich begrüße euch bei mir in der Silberliga und bin auf einem guten Weg, ganz nach vorne zu kommen, beziehungsweise ja in Gold höchstwahrscheinlich irgendwann mal aufzusteigen. Das ist mein Ziel und davon gehe ich auch nicht ab. So, kommen wir halt zum Ingame-Spiel hier selber. Das wird ein kleines Spaßspiel werden. Ich nenne das mal halt so Spaßspiel, weil, ja, na schaut einfach mal selbst. So, ich habe hier einen Terraner. Und dachte mir, na gut, okay, machst du mal folgendes hier, ich spiele halt hier gegen Zerkchen, machst du halt mal folgendes, gehst doch gar nicht erst scouten, ja, weil du weißt ja, wo der Gegner ist, links oben meistens eigentlich immer, und machst ein kleines Reaperchen, ja, und zwar, warum mache ich ein kleines Reaperchen? Ich habe die ganze Zeit schon gemerkt, dass der Terraner, wenn man gegen einen Terraner spielt, zuerst einen Reaper macht. Ja, das aus folgendem Grund. Man kann den Reaper, also man bekommt den Reaper ziemlich schnell hin. Und kann somit seinen Gegner ein bisschen verunsichern, auch ein bisschen stressen, wenn man in seiner Basis eindringt. Ja, das habe ich hier vor, deswegen gehe ich hier auch nicht scouten. So, ich setze hier mein Depot, das ist eigentlich normal, und bin dabei auch gleich meine Kaserne zu setzen. So, indessen kommt der Kollege hier, Zerkchen hier und rüber über die Map gedaddelt, kann er ja machen. Und wie man halt hier sieht, ein Sechserpool. Das ist ein ganz klares Sechserpool, kein Gas abbauen und so weiter hier. Und ja, wenig Dröhnchens zeugt davon, dass dieser Kollege Ayuga auf dem Sechserpool aus ist. Das kann er machen und alles gut. Alles gut, alles gut. Das kann er machen, ist ihm überlassen. Und ich warte, ja? Ich warte. So, hier habe ich dann halt schon meine Raffinerie gebaut. Genau, so heißt die. Und hau hier auch gleich nochmal ein Depot neben meiner Kaserne. Ja? Weil das mache ich einfach mal. Einfach mal so, ne? Und ja, das rettet mir eigentlich im Grunde genommen, sage ich mal, auch hier den Arsch. Gut, dass ich das hier gemacht habe, denn der Herr Kollege kommt mit seinen Sechserpool und mit seinen Dröhnchens, kommt er hier zu mir. Aber Mina ist nicht blöd, ja. Ich sehe das ja, logisch, und gehe dann halt dementsprechend mit meinen Walkern halt auf Reparationskur, ja. Die werden ja hier alle angefrackt und was weiß ich nicht alles. Ich habe ja bereits meinen Reaper schon draußen und mache hier schon ein bisschen Mamböse. Und indessen repariere ich das, was Zerkchen kaputt macht. Ja, muss halt dementsprechend auch ein bisschen aufpassen, wo der Schaden am größten ist. Dass ich dann halt dementsprechend auch da gleich hingehe und das repariere. So, hier stehen halt einige Walker halt nur rum. Aber das ist ja egal. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Ich habe einfach mal versucht, hier zu reparieren. Und das ist mir eigentlich auch ziemlich gut gelungen. Gut, dass ich hier das gut bekommen habe. Hier standen halt da halt nur rum. Indessen ist auch Marine rausgekommen. Und was macht der Marine? Genau. Schießt schön auf den Boden und ja, fügt den Gegner dementsprechend viel Schaden zu. Indessen habe ich ja hier meinen Reaper und hatte dann halt wirklich hier die Absicht gehabt, zu seiner Basis zu kommen. Ja, weil ich denke mir mal einfach, oder dachte mir, der hat hier sowieso nichts. Und ja, aber der Gegner wird gleich ein GG setzen. Indessen gehe ich dann halt mit meinen Workern halt wieder zurück. Habe hier eigentlich auch zwei Marines. Hätte ja sein können, er kommt nochmal. Aber das war nicht so. Und hier kommt ein GG. Leute, ich mach mal ein Häkchen vor. Ich nenne das Spiel ganz einfach mal Spaßspiel. Mir hat es Spaß gemacht. Euch auch? Okay, danke. Ciao, Mina. Lass mal ein Abo da. Danke, tschüss.